Du hast die Tragkapazität erreicht. Wie unglaublich schwer ist das Ding denn bitte? Das kannst du doch keinem erzählen. Bitte lass mich die jetzt aufheben. Geht doch. 221. Yeah, wir haben eine Powerrüstung. Wunderbar. Du trägst Powerrüstung, okay. Rüstung 34. Ja, die Werte sind gut. Wir haben eine Waffe dabei, wir haben Munition dabei. Das muss reichen. Ich könnte hier ein bisschen weniger Munition mitnehmen. Aber ohne Mist, das ist... Das ist heftig. Ich lasse den Schrank mal offen, damit ich weiß, welcher Schrank das war, wo unser Zeug drin liegt. Halt, wir reden nochmal kurz mit... Wir reden nochmal kurz mit ihm. Guten Tag. Ah, der redet gar nicht mehr mit uns. Ja, na hey. Auch gut. Okay, dann habe ich gehört. Da wir jetzt die Powerrüstung haben, würde ich mich jetzt aufmachen und mal kurz die Militärbasis abchecken. Nur, dass ich mal dort war. Ich würde fast gerne... Ich habe 26 auf Energiewaffen. Das ist eigentlich Mist. Ich habe halt von Anfang an leider falsch geskillt. Ich habe ganz vergessen, dass das Fallout gar nicht so drauf getrimmt war wie jetzt Fallout 3 oder New Vegas, wo du halt wirklich mit allen Waffen theoretisch gesehen immer sehr viel Schaden machen kannst. Hier ist es tatsächlich so, dass die Waffen all ihre festen Schadenswerte haben und je nachdem, wie gut du damit umgehen kannst, machst du halt mehr kritischen Schaden oder hast halt häufiger kritische Treffer und triffst halt einfach besser. Und damit ist hier der Flammenwerfer ist die stärkste Waffe im Spiel mit einer guten Reichweite, aber einem zu großen Flächenschaden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Verbündete mitgrillt, ist sehr hoch. Und danach kommt dann das modifizierte Plasmagewehr. Ja, und ich habe mich verskillt. Wir gehen jetzt nach... Oder gehen wir erstmal zu den Children und nehmen die Kirche auseinander. So nach und nach. Wir nehmen die Kirche jetzt auseinander. Einige Männer in Powerrüstungen nähern sich. Hallo. Halt, wenn du noch nicht mit unserem Captain gesprochen hast. Du bist der Captain. Halt, ich erkenne dich. Du warst schon mal bei der Brotherhood. Mag sein, dass manche dir vertrauen, aber ich nicht. Was willst du? Das geht niemand was an. Ich mische mich ja auch nicht in eure Angelegenheiten. Ich wollte nur ein freundliches Gesicht sehen. Ich ziehe einfach durchs Ödland und versuche zu überleben. Ich töte das Ungeziefer in der Wüste. Was dagegen? Das verrate ich nur Anführer für mich und Brother. Okay. Ich mische mich auch nicht in eure Angelegenheiten ein. Dies ist unser Land und deshalb geht alles uns sehr wohl etwas an, was du hier suchen hast. Also was willst du? Ich suche nach dem Ursprung der Mutantenangriffe. So wie wir. Die meisten glauben, dass sie vom Klo kommen, aber ich bezweifle, dass nicht einmal Mutanten könnten dort lange überleben. Lass es uns wissen, wenn du etwas herausfindest. Okay. Bitteschön. Oh! Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Brotherhood ist cool. Ja, die ist cool. Aber ich mag die Leute nicht. Die sind alle so borniert und eingebildet.
voll daneben. Oh, Katja. Geht doch. Weil ich habe da ein Scharfschützengewehr, ja, und schieße damit aus der Hüfte. Ich wollte es nur anmerken. Meine Rippen. Katja, würdest du das... Katja wurde ohne Schaden getroffen. Ach so. Machen wir es doch einfach mal so. Lalalala. Also wir haben ja mehr Bewegung. Können viel weiter laufen. Gut gemacht. 195 Erfahrungspunkte. Weiter geht's zur Kirche. Das ist das, wo wir hinwollen. Und wieder werden wir angehalten von Maulwurfsratten. In die Augen. In die Augen. Für 51 Trefferpunkte, okay. Aha. Ja, wunderbar. Lalalala, Maulwurfsratten voll geblättet. Wir sind die Maulwurfsratten-Blättereinheit. Sind letztendlich auch Mutanten. Wir sind alle Mutanten. Also interessanterweise, wenn man mal drüber nachdenkt, das Leben besteht nur aus Mutation. Ratten. Ich nehme euch alle mit. Wieso folgt hat der mir eigentlich so vehement? Sie stellt sich immer vor mich. Beschützt sie die Ratten? Gut, dann lassen wir das halt. 100 Erfahrungspunkte, ja. Nehmen wir mit, ist in Ordnung. Jetzt sind wir da. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, mit der Power-Rüstung der Brotherhood hier aufzutauchen. Hallo, meine Freunde. Die Vision des Meisters hat mich erleuchtet. Darf ich dir meine wunderbare Geschichte mitteilen? Wo kann ich den Meister kennenlernen? Der Meister sieht alles. Der Meister ist unter uns. Sieh, wie der Frieden und die Einheit wachsen. Mit Bienenwachs. Ah, hallo. Kannst du mir jetzt über den Ort erzählen? Pater Lescher sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Natürlich bloß, bis wir die Einheit haben. Bis wir die Einheit haben? Danach gibt es keine Fremden mehr. Tschüss. Hey, habe ich schon von dir gehört, du hast schon allerhand Scheiße umgebracht, nicht wahr? Warte mal, hey, habe ich nicht schon von dir gehört, du hast schon allerhand Scheiße umgebracht, nicht wahr? Was verschlägt dich nach hier? Dich hierher? Ich habe von ein paar seltsamen Dingen gehört, die hier passieren. Was geht hier vor? Frieden, Einheit, diese Art von Dingen. Wo ist der Meister? Das ist Morpheus, unser Anführer. Ich glaube, er ist oben im Turm. Anführer, wo führt ihr euch hin? Ich habe gehört, wir gehen nach Norden. Oder haben es zumindest vor. Man sagt uns nicht viel, nur immer den gleichen Schwachsinn. Aber wie kannst du darüber nur öffentlich reden? Du musst verrückt sein. Ja. Hallo Freund, schön dich zu sehen. Steck deine Waffe ein, wenn du hier bist. Hier bist du unter Freunden. Tut mir leid, ich hatte eine harte Woche, also was könnt ihr mir über diesen Ort sagen? Tut mir leid, ich bin vorsichtig geworden. Wer hat hier das Sagen? Freunde, hä? Das ist seltsam. Ich habe schon viele schlechte Dinge über euch gehört. Schön zu wissen, dass ich unter Freunden bin. Was gibt's? Ich habe nur den Meister. Ich werde nie müde, den Meister zu loben. Warum lobst du den Meister nicht zusammen mit mir, Freund? Warum sollte der Meister loben? Los, überzeuge mich. Öffne dein Herz, öffne deinen Geist, hör auf das, was die Leute sagen, und du wirst die Erleuchtung finden. Klingt ganz normal nach Kirche.
Vielleicht gibt es jemanden, der die Dinge etwas direkter erklärt. Ist der Meister da? Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Nur Vater Morpheus ist verkehrt mit dem Meister. Du findest ihn im Turm. Widerlich. Gibt es etwas, was ich wissen sollte, bevor ich ihn treffe? Danke, man sieht sich. Okay. Ein wunderbares Gespräch, aber ich bin mit meinen Lobgesängen etwas hinten dran. Gelobt sei der Meister, gelobt sei der heilige Flamme. Lass heilige Lieder singen. Wir stecken mal die Waffe trotzdem weg. Hallo, mein Freund, diese Vision des Meisters hat mich erleuchtet. Darf ich dir meine wunderbare Geschichte mitteilen? Nur los. Es war einmal ein Mensch, der war so voller Hass, dass er fast daran zugrunde gegangen wäre. Aber jetzt, gelobt sei der Meister, gelobt sei die heilige Flamme, gelobt sei der Weinberg des Lebens. Ja! Geilste Geschichte ever. So, ihr habt gesagt, wir wollen die Kirche auseinandernehmen. Wir gucken erstmal rein. Gucken wir uns doch hier mal um. Pray, follow, unite, pray. Ach ja. So, hier geht's nach oben. Okay. Ich glaube, die meisten können hier ja eh nichts. Bewaffnet sind nur die hier in Rüstung. Wir gehen mal hier rein. Sei gegrüßt, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du nimmst dir einen Moment Zeit, um dir die Bedeutung der Entscheidungen hinsichtlich deiner Seele bewusst zu werden. Was hast du denn zu handeln? Wo kann ich denn eine von diesen schicken Roben bekommen? Nur treue Mitglieder der Kathedrale dürfen das heilige Lila tragen. Ich glaube, in Boneyard könnten wir eine umnieten, die so eine Robe hat. Aber dann bräuchten wir noch das Abzeichen von denen. Ich weiß nicht, ob die eins dabei hat. Eingebildeter Idiot. Ich nehme einfach deine. Ich denke, das beantwortet meine Frage. Danke. Handeln wir. Wir haben hier allerlei Souvenirs, um dir deine Reise zur Kathedrale zu erinnern. Diese Souvenirs sind natürlich nicht ganz billig. Danke. 11 Blumen. Als Souvenir nehme ich einen Geigerzähler mit. Scheuert das. Er hat also nichts Spannendes für uns. Dann gucken wir mal hier rein. Meine Räume stehen in deinen nicht offen, die nicht geweiht sind. Ich muss dich bitten, sofort zu gehen. Vergib mir das Eintreten, doch ich habe eine wichtige Frage. Es kommt eine Zeit, in der du dir eine Antwort auf die Frage des Lebens selbst finden musst. Und diese Zeit ist jetzt. Gehab dich wohl. Arsch. Dr. Wu? Dr. Wu? Was ist dein Problem, du Arschloch? Vielleicht sollte ich dich besser einschläfern, du Idiot. Schläferst du viele ein, Doktor? Ich würde gern was wissen. Bring mich wieder in Ordnung, okay? Versuche es besser nicht, Doktor. Ich bräuchte dringend etwas zu trinken. Hast du Alkohol zum Einreiben? Zum Einreiben? Wenn ich's vergeig, bist du auch dran, Arschloch. Nightkeen machen das gerne. Ich gebe dir manchmal Zeugs, keiner kümmert sich um den Dr. Wu. Sie sind alle Arschlöcher. Also soll ich dir jetzt helfen? Dir nicht trauen, traue ich dir auch nicht. Ich verzieh mich lieber. Schau dich mal um, dann siehst du, was zuerst kaputt gegangen ist.
bist so gesund wie eine Brahmin, aber nicht so intelligent. Raus hier, du hypochonderisches Arschloch. Ich hab mir das nicht eingebildet. Aha. Wunderbar. Fällt natürlich überhaupt nicht auf, dass die Truhe offen ist. So, was haben wir hier drin? Da nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch einfach mal mit. Ja, Red Array nehmen wir mit. Was haben wir hier? Buffet. Nehmen wir auch mit. Medikamente wiegen ja nichts, bekanntlicherweise. Psycho können wir auch mal mitnehmen. Na, Shake. So, da musste ich kurz mal ein bisschen abhusten. Hallo, ich meditiere gerade. Hast du das nicht bemerkt? Kann ich dir helfen? Ich weiß, dass sie eine Frau ist. Klar, hast du irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Naja, Vater Morpheus hat schon lange keine Predigt mehr gehalten. Das ist wirklich sehr schade, denn ich höre ihm sehr gerne zu. Jeder hier scheint mit irgendeinem Kreuzung beschäftigt zu sein. Kreuzung? Wegekreuzung? Wegelagerer? Vom berühmten Karl Wegelagerer? Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Okay. Du möchtest mit Ton reden? Schön. Aber wenn ich das Wort loben höre, mache ich dich alle. Ich habe noch jemanden gesucht, der klug genug ist, mir zu sagen, was hier im Laden los ist. Es kann ungesund sein, wenn man die falschen Fragen stellt, Kumpel. Sie sagen, alles, was du hören willst, gestalten die falschen Fragen, stellen die rumspinnen. Lad dein Müll woanders ab. Wo waren wir das letzte Mal? Okay, dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Ich glaube, ich muss ein bisschen besser mit dem reden. Alles meins, ich bin Teil des Mitglieds, ich darf das, ich bin Mitglied. Was zum Teufel willst du? Ich will wissen, was hier vor sich geht. Wer ist denn hier der Anführer? Du bist es sicher nicht. Arsch. So kann ich dumme Fragen stellen. Naja, die Kirche, ne? Ich meine, wir sind mal Kirche. Also wer das jetzt falsch interpretiert, nicht meine Schuld. Quatschen wir nochmal mit dir. Wer denn hier das... Ah, möchtest du an meiner Lieblingsmeditation teilnehmen? Könnte ich schon, aber die Swisspus durchlaufen, sind vieles besser als ich. Ihr Geist konzentriert sich viel mehr auf das meiste als meiner. Vielleicht bin ich nach meiner Verwandlung besser, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Schön, der erste von uns, der ein Wort sagt. Schön, der erste von uns, der das Wort sagt, stirbt. Abgemacht.